Abschlusspressekonferenz bei den Sportfreunden aus Lotte. Die Stimmung beim Regionalligisten ist gelöst. Immerhin konnte das Team um den neuen Trainer Ramazan Yildirim den Saisonauftakt gegen Siegen mit 2:1 für sich entscheiden. Der Coach führt dies auf eine intensive Vorbereitung zurück. Wir haben vom ersten Tag an darauf hingearbeitet, dass wir dieses erste Spiel gewinnen und auf den Punkt fit sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist und dass die Mannschaft in den 4 Wochen Vorbereitungszeit toll gearbeitet hat. Die Geschichte der Sportfreunde ist hinlänglich bekannt. Vor einem Jahr verspielte Lotte erst am letzten Spieltag den Aufstieg in Liga 3. Und auch in der abgelaufenen Spielzeit musste sich das Team erst in der Relegation gegen den jetzigen Drittligisten RB Leipzig geschlagen geben. Solche sportlichen Negativerlebnisse steckt man nicht so einfach weg. Die Gefahr war groß, dass die Mannschaft noch lange mit der verpassten Aufstiegschance zu tun hat. Genau das war die Frage, die ich mir gestellt habe im Vorfeld. Was werde ich für eine Mannschaft vorfinden? Von der Emotionalität, von der Mentalität auch. Und es war sehr deutlich zu spüren, dass diese Mannschaft sich mit diesen Spielen der Relegation überhaupt nicht mehr lange aufhält, sondern sehr, sehr mutig in die Zukunft gehen möchte und sehr frech aufspielen möchte und dass sie eine hohe fußballerische Qualität hat. Das hat sie auch in den ersten Tagen bewiesen. Trotz einer Niederlage zeigte das Yildirim-Team bereits im ersten Testspiel gegen den SC Preußen Münster eine couragierte Leistung. Lotte war läuferisch auf der Höhe, ging aggressiv in die Zweikämpfe und überzeugte mit Zielstrebigkeit vor dem Tor. Auch die folgenden Tests der Vorbereitung verliefen recht positiv. Der Trainer ist zufrieden, doch Arbeit wird es in den kommenden Wochen noch genug geben. Wir haben sehr intensiv gearbeitet und es war in den ersten Spielen schon zu sehen. Das war schon ein Indiz dafür, dass die Jungs sehr schnell die Dinge aufnehmen wollen und oder können, weil sie sich damit auch selber identifizieren. Das war schon zu spüren, dass es eigentlich da sehr schnell ging. Das war aber nur eine Vorbereitungsphase. In dem ersten Punktspiel haben wir gesehen, dass es nicht so ist. Das war nämlich mein Gefühl dass ich gesagt habe, das muss seine Zeit dauern und das braucht seine Zeit. Die zweite Halbzeit war ein Indiz dafür, dass wir lange noch nicht so weit sind, wie wir vielleicht aufgrund der Vorbereitung hätten denken können. Wir sind da Realist und wissen ganz genau, dass wir an vielen Dingen noch arbeiten müssen. Das werden wir aber tun. Das nächste Ziel ist der kommende Samstag und das Spitzenspiel bei der Viktoria aus Köln. Die Rheinländer sind so etwas wie das Schwergewicht der Liga. Die finanziellen Möglichkeiten und die Kaderstärke der Kölner sind schon herausragend. Ramazan Yildirim sieht seine Mannschaft aber keineswegs chancenlos. Ohnehin will er sich lieber mit den eigenen Stärken beschäftigen, als zu viel über den Gegner zu sprechen. Ich erwarte ein Spiel, das wirklich ein hohes Tempo haben wird. An Aggressivität und Leidenschaft absolut hoch anzusiedeln ist und ein offenes Visier bei beiden Mannschaften. Und ich glaube, dass es viele Torchancen geben könnte.